Hallo im deutschen Gesundheitsportal. Heute zum Thema Morbus Crohn und chronische Darmentzündungen dreht es sich um die Gesundheitskompetenz. Ganz klar, wenn man eine chronische Erkrankung hat, dann muss man auch ein Leben lang Entscheidungen treffen. Das betrifft zum einen Vorsorge, Lebensstil, Ernährung, Sport und solche Themen, auch welche Medikamente man nimmt, also wie man behandelt wird. Ist natürlich auch was, was man als Patient mitentscheidet. Um solche Entscheidungen aber sinnvoll treffen zu können, muss man sich auch gut informieren. Man braucht also Gesundheitskompetenz. Das heißt, man muss Gesundheitsinformationen finden können, man muss sie verstehen können und sie auch bewerten. Also, welche von diesen Informationen sind wirklich sinnvoll? Nehme ich jetzt einen kleinen Bericht von irgendeinem Blog oder versuche ich einer halbwegs renommierten Seite zu vertrauen, die etwas mehr Information auch bietet. Das muss man alles zusammenbringen und daraus dann irgendwie die Information rausziehen und für sich nutzen, daraus Entscheidungen treffen. Das ist ja schon ganz schön viel verlangt, aber es zahlt sich aus, fanden Forscher jetzt. Wir haben nämlich in der Studie depressive Symptome und den Gesundheitszustand bei Patienten mit Morbus Crohn und auch Colitis ulcerosa verglichen. Und dabei geguckt, wie gut informiert sind denn diese Patienten? Also wie ist ihre Gesundheitskompetenz? Und da zahlte sich das tatsächlich richtig messbar aus, dass Patienten mit weniger Gesundheitskompetenz auch mehr depressive Symptome hatten. Auch der allgemeine Gesundheitszustand war besser bei den Menschen, die gut informiert waren. Also das lohnt sich tatsächlich. Eine andere Studie hat sich angeschaut, wie sich junge Menschen heutzutage denn informieren. Immerhin steht ihnen ja ganz alltäglich eine der größten Informationsquellen zur Verfügung, das Internet. Nutzt man das als junger Mensch? Und dabei stellt sich heraus, dass tatsächlich eigentlich ein relativ kleiner Teil der jungen Menschen und Jugendlichen sich wirklich im Internet informierte über ihre Krankheit. Da ging es auch wieder nur um junge Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Interessanterweise waren die Patienten alle jeden Tag im Internet oder so gut wie jeden Tag, nutzten das aber kaum für Gesundheitsinformationen und noch viel weniger vernetzten sie sich in sozialen Medien mit anderen Erkrankten. Das heißt, diese Möglichkeit zur Selbsthilfe und Vernetzung mit anderen Menschen und Austausch von Informationen haben sie gar nicht genutzt. Also sie sind natürlich da viel besser. Sie informieren sich offensichtlich mit uns im Internet über Gesundheit. Und da kann man sie also nur beglückwünschen. Das ist ja richtig eine gute Sache offensichtlich. Und wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen, gibt es natürlich auf unserer Seite auch noch viel mehr Links und weiterführende Informationen, mit denen Sie sich auch weiter, vielleicht besser weiterhelfen können. Alles Gute.